I'm living in Berlin for 2 years now, before I had to flee Damascus in the year 2012. I had to live for 2 years in Beirut, and then I was able to get a fellowship in Academy Schloss Solitude in Stuttgart. It was impossible anyway going back to Syria, so I decided to stay in Germany. And instead of staying in Stuttgart, I chose to move to Berlin, which seemed an easier point to start. سيد مولر، أشعر بغثيان مفاجئ. هل هناك رائحة نفاذة في هذا المبنى؟ Herr Müller, jetzt ist mir plötzlich übel. Kann es sein, dass es hier im Gebäude etwas penetrant riecht? Daran werden Sie sich mit der Zeit sicher gewöhnen. Und der Geruch bedeutet auch, dass wir uns langsam dem Zimmer nähern. Wissen Sie, manchmal verstoßen hier einige Mieter gegen die Hausordnung. Diese Flegel. Ja, kommen sturzbesoffen nach Hause und legen los, noch bevor sie ihr Bett erreicht haben. Verstehe. Manchmal schafft es aber auch die ein oder andere Ratte nicht mehr aus ihrem Wandloch und verendet dann vor Hunger und Kälte, um letztendlich im Wandinneren zu verwesen. Ich hoffe, Sie haben damit kein Problem. Aber nein, wer stört sich denn an solchen Kleinigkeiten? When I published my first book, which was translated to German, I was not imagining before this thing would happen so easily. It started when a translator called Sandra Hetzel. She was doing some kind of project and she was seeking like young voices among the Syrian writers and so. And then we met, then I was sending her samples of my writing. But actually she was more interested not in the samples, she was more interested in some Facebook updates I was posting on Facebook about like funny aspects about living in Germany and in Berlin and sometimes like trying to find an apartment, sometimes trying to learn German. So she thought they were interesting and then we were able to get some support from Heinrich Bull Stiftung in Beirut. And they said if this came as a book, they are supporting it. And suddenly we were able to make it. I was interested to try for the first time to write some kind of a book that people would enjoy reading in a metro or on a holiday. Because this kind of book, for example, in Syria, I would not dare to write such a book there, I think, because we were raised to not respect this kind of literature. You have always to respect just the serious writing and what is serious and what is serving some political case. For example, if you are writing about fighting capitalism or something like this, or the political struggle, or people who are in prisons, or people who are poor in the suburbs, or topics like this. Violence, everything. And by the way, those topics are really parts of our society. We cannot run from them. So I was thrilled for the idea of writing something just humorous. Because in the end, without you forcing it or having the intention, every book says something. I think the capability of literature really changing political situation is limited. And I think like people sometimes overrate this capability. I see it more as something affected by the situation rather than actually affecting what's happening. And we are being faced all the time, especially when you are a Syrian writer or an artist, like you are asked to speak about literature as a way of resistance. And I think even as a way of resistance, it was so limited. When you are facing authority that is attacking you with tanks, or maybe I'm so disappointed because of the Syrian case and because literature changed nothing, actually. But yeah, I tend to see it more as a medium of reflection rather than a tool of change. Now I feel I have something I feel related, or there is some details I so enjoy
in this area between Mitte and Kreuzberg, because simply I feel so familiar with the buildings because it's so similar to lots of neighborhoods you can find in Damascus, because like lots of decades ago, the kind of building in Damascus was inspired by the Soviet style, which is just practical. It's so similar to things you find here. And like when I'm on a travel and I'm coming back to the house and I'm seeing the view of those buildings, I feel I'm relieved I came back home. My residency permit in Germany stays till 2018. There is a possibility to renew it after this. But if I want to speak about coming back to Syria, if I want to be really honest, I don't feel this is an option I will be going for. And here you have two things, like you have your just personal taste. The problem I was facing personally were not just related to the political system. A huge part of it was also a social reason. I did not feel like so fitted, but this is just a personal taste. And I think like 20 years were enough there. It's like the place where all your memory is and you were raised there, and maybe I would like to go for a visit, but beside the personal taste, you feel responsible. You feel you have a responsibility. Like maybe I don't prefer going back there, but if you have a country which is rising from ashes and it was totally destroyed and it's going up again, maybe it's something you have to do. In Berlin, now, especially if you are a Syrian nowadays, you will find lots of people who you know since back Damascus. And actually, the people who I run into in the street, it's happening more than it was happening in Damascus. If I want to compare it even to my life in Syria, it's one of the parts in my life I feel I'm belonging to a place. With all the hard times I got in Berlin, and with all the times I hated Berlin sometime. I hated living in it, and I just wanted to choose one of those smaller towns when like the whole town sleeps at 7 p.m. or something. Sometimes I had that feeling that I don't want this whole crowd, this whole noise in the city, and even I did not want to see the people I know, because it was part of the problem. When you are trying to dealing with your feeling, when you are taking out of your roots and all, you knowing all this, this thing happening in your country and you cannot do anything about it. So sometimes the people you know, they are part of the problem, because with them being around you, it's in front of you every second. It's like you are trapped in your history. But in the end, if I want to speak about a main feeling I have about Berlin, no, I think it's the place I feel belonging, because here you are a foreigner and you are alienated and you are everything, but you are among thousands of people who are just like you. Maybe it's not just about the city itself, it's about my personal situation. It is the first time I live totally alone and independent while feeling just free and safe. So if that's not the most close thing to the word home, I don't know what it is. Thank you.
In a way you could say that I'm a product of migration. My grandparents moved from India to East Africa. My parents were born there. I was born in London, but I grew up in Kenya. And then I moved to Germany. I think these questions of moving and identity and kind of negotiating different worlds have always been in my work. And so I feel in a way really grateful to have been here at this moment in time and to have had to grapple with topics that to me seem to be settled somehow in my own biography and in my own understanding of the world. Woher kommst du? Eine trügerisch einfache Frage, die viele einschließt, vor allem. Wer bist du? Warum bist du hier? Wie bist du herangekommen? Allerdings, wie die Standardfrage, woher kommst du, oft für bare Münze genommen und mit geografischen Angaben beantwortet. Doch Herkunft ist nie einfach eine Frage der Geografie, ganz im Gegenteil. Herkunft fließt über die Ränder aller vorhandenen Karten hinaus. I remember when I first started living in Berlin about 14 years ago, it felt like a city in flux. It's always felt like it's not quite settled. It doesn't really know who it is. It's still becoming. And that was really nice because in a way I wasn't quite settled. I think many of us aren't. It's nice to be in a place where you feel as though you have this room to maneuver and to you don't have to conform necessarily to something. And in those first years that I was here, I mean, I was writing for the first 3-4 years, I wasn't a published writer. And it was a kind of wonderful existence because I was writing, which I always wanted to do, but I didn't know anybody in the city. My husband had also just moved here, so he didn't know anyone. So it was a very sort of solitary existence. And I remember that I just really craved this time when I would be able to talk to fellow writers and be part of a broader discourse. If I think about places in Berlin that are the most important for me in the sense that they connect me most deeply to the city, then the International Literature Festival Berlin has to be one of those places. I had the great luck of sort of hitting it off with Ulrich Schreiber, the director of the festival. And the very first time I took part, I suggested to him that I wanted to do an event to mark International Peace Day. And it was kind of related to my second novel, which I was presenting at the festival, The Obscure Logic of the Heart, where one of the themes of the book is the illegal arms trade. And so I said to Ulrich, maybe we could do something for International Peace Day. And one of the things about Ulrich Schreiber is that he's very enthusiastic and very supportive. So he immediately said to me, well, you organized it, you can use the festival facilities. And so there I was with this sort of possibility to arrange some sort of event. And it was kind of in that space and sort of along out of that conversation that I decided to establish Authors for Peace, because I thought, well, I, as a writer on my own, who's not so well established, I don't really have any authority in the world. How can I make a difference and make what I say matters? And I thought one way is by saying it with other people to really kind of amplify the message. And so the idea was to invite a lot of other writers to contribute to a message for Peace Day. And it was an amazing adrenaline rush to do the whole thing. But it was also kind of my first taste of being political in a public way. And since then I collaborated with the festival on different kinds of projects. And for me, that was like the first step of starting to feel rooted here. But then I feel like there are other communities that really hold me to the city. And one of them is this group of women that I'm part of. It's a sort of women's circle and network, if you like. And funnily enough, that too is connected to the Literature Festival because one of the founders saw me at the Literature Festival. And that's been really amazing to be part of a community that meets regularly and thinks politically. But it became especially important for me, I think, in the last 2 or 3 years, because after 2015 and the kind of arrival of
lots of refugees in Germany, we suddenly felt as though, you know, here we are debating these issues of equality in society, and there's another really big change happening in our world. And we decided to try and establish an initiative. And partly because there were many really great things happening, we realized, like lots of grassroots initiatives, lots of people kind of going out to embrace, you know, the arrivals and wanting to work with them to shape how we live. And so in that kind of spirit and wanting to amplify that energy, we established this campaign called Wir machen das, we're doing it. And it was kind of a play on Angela Merkel's statement, Wir schaffen das, which is that we'll manage this, a very kind of pragmatic. And we sort of thought, no, we don't need to manage it because actually loads of people already are. They're doing it. And there are loads of them. So for the last 2 years, almost, I've been really engaged with that. And yeah, just sort of working with refugees who've arrived and these women to try and reshape our society and to look at migration as something that's a real opportunity for all of us. Because I think if there's one thing that Wir machen das stands for, it's that Germany has always been an immigration society. One of the certainties of our age is that there will be more migration, and that the only way to really face up to this constructively is to realize that it's a great chance for all of us, and we just have to approach it right. And many people are already really actively doing that. My sense of belonging here comes from being part of different communities of people, from the literature festival to my women's circle, to the magazines I can publish and write for, like Lettre. I've chosen Lettre as one of the places that is really important for me, because I feel so lucky to be published in such an ambitious and exciting magazine. And for me, it was a really great moment when Frank said to me, you know, your writing is always welcome at Lettre. I mean, for a writer, that's such an affirmation, because you just want to feel like you can write and people will be able to read it. Lettre is a kind of imaginary community, all these writers, you know, from writing in different languages, coming from completely different points of view, different styles, but that in this magazine, we all find a kind of unity, a kind of space, a moment of sharing a conversation. And I think even in this space, that was why another reason I wanted to come here, because I loved it the minute I walked into here. I just felt like this is a place where words really matter. One thing that does make me sad is that over the years I've become quite disconnected from the UK and the literary life there. It's quite strange to write in English somewhere and to feel like all your most fruitful connections and your peers are German based and German institutions and German cultural people. Of course, it's wonderful that I have this, and all what you really want as a writer is the possibility to be part of a kind of circle where your work is valued. But at the same time, I regret that all my essays that are published in German over the last years, translated, that none of them have been published in the UK. And that's very strange, to write in one language but not be read in it, to be read much more in the language you're translated into. Yeah, it's a city that's given me a lot, and a city that I've been allowed to give back to, because I think that's part of what makes you feel like you can belong too, the fact that you can contribute. Belonging. I can imagine staying in Berlin. I think especially now with the Brexit, I feel a new sort of attachment to Berlin. I mean, Germany is definitely the place where I learned my European identity. And that has become very precious. Also because I feel as though within this kind of big umbrella of European, all the different parts of me, they can sort of coexist more easily. And now I consider maybe having to get German citizenship, because the British citizenship is going to be of any value in Europe. Yeah, this question of where do you belong, and it's suddenly more pressing in a way. So I think all these different engagements have made me feel I belong here. And I think that's such a beautiful idea, that belonging is not rooted to nationality or to borders, or to family, but that it has this other
possibility and these other constellations that can form and reform. And I think the more you are allowed to participate and the more you can contribute, the more you feel you belong. Who we are, what does it mean, our nationality, even our gender, who we are in the 21st century. We have a lot of questions, but no answers. And I like questions even more than answers. I also have this question with myself, and perhaps because of it, I wrote this novel, Tourist am Frühstück. Ყოველთვის მნიშვნელოვანია კოხტა დაალაგებული სიტყვები. Აქ ფონეტიკას იმდენად არ გულისხმობ, რამდენადაც ენერგიის შენახვის კანონს. ჩაკეტილი სისტემების სრული ენერგია ხომ დროში უცვლელი სიდიდეა. Ich bin in einem Land der Worte zur Welt gekommen und aufgewachsen. Der Worte und nicht der Taten. Nun hat mich nichts anderes so sehr beeindruckt wie der Slogan der Humana-Filialen. First Class, Second Hand. Der Slogan prangt so über dem Eingang der Geschäfte wie die Inschrift auf dem Tor zum Tempel von Delphi. Erkenne dich selbst. Wer weiß, wie viele sich selbst erkannt haben. Ich aber bin ziemlich sicher, ich bin ein First Class Second Hand Autor. Egal ob Bettler oder Königssohn, wer ein bisschen Anstand besitzt, muss diese Worte auf sich selbst beziehen. Ich tue das. Hätte ich nicht den Wunsch, dass meine Asche in alle Winde verstreut wird, könnte ich mit dem Slogan als Grabinschrift gut leben. Überhaupt wünsche ich mir, so wie Hunde von zu Hause weglaufen, am Ende auch wegzulaufen und in einer Humana-Filiale zu krepieren. Sometimes we identify ourselves with the characters from the literature, from movies. Sometimes we identify ourselves with the animals, even some things. And we have a feeling that we are looking into the mirror. But it was like exploding the bomb when I saw first time this slogan. I had a feeling that it's an X-ray of my soul, which I don't have. It's like being John Malkovich, you know? That was great. In Georgia, I thought that I was someone. I was an author, father, husband, son. But I lost this feeling years ago when I decided to come to Berlin and live here. Georgia was always under pressure of Arabs, Persians, Mongolians, Russians. We are still under pressure of Russia. And well, perhaps it's in my genetic code. I was born in Soviet Union, and deep inside I'm still stressed, depressed. That's something for me, to walk in and be protected in the streets here in Berlin. But when I see the police car or policeman in the streets, until now I have a feeling that they are dangerous. Perhaps it comes from the traumas I got in my childhood, and it was very important for me to hide myself, and it's still important. So I created myself, my name, my surface, Zaza Borchuladze,
Well, I created it as a product for customers, and well, I can say it protects you better than Panzer. Vielen Dank. Before I never wanted to leave Georgia, but once, well, I said to myself, Zaza, that's enough. You have to leave your homeland. And it was my decision. And first step I made, it was a one-way ticket to the moon. And Berlin was like a moon for me. I would prefer to be a space tourist. I would prefer to travel from planet to planet. I'm an observer, and I still observe Berlin and Berliners. So Berlin has this illusion that it's open for everyone, but at the same time, you can be easily lost here. And I like to be here, to be somehow lost, you know, when you feel that you are in the middle of nowhere, and losing yourself, it's a brilliant feeling. I like Humboldthain and especially Flakturm. Sometimes I come here and try to find some rest. Well, imagine the place full of Nazi soldiers and swastikas. They were standing here sometime before, but you feel that its shadow, it's still here, and I like it. I'm really interested how Berliners, I mean real Berliners, feel rounded by these strangers from almost whole world. Do they still feel that they are from this land, or this land is theirs? I don't know. It's a new reality. Modern life brings this non-border life. We don't have our motherlands anymore, I think. Even our gender is not our homeland anymore. And a lot of people leave their gender and they transform in a new way. So, I think I also fight here because it's my character. What else can be said? I'm a member of the fight club. I write in Georgian, so it means that I'm a Georgian writer. It was my decision to come here and to come and stay. I can only say that I feel myself here, that I'm alive. And that's something for me. Was I sentimental right now?
I don't know. I would prefer to be sentimental than boring. The story of how I started as a writer is probably very similar to so many other writers. As a child, I realized that I was more interested in language than in anything else. At school, everything that had to do with the Portuguese classes for me was much more interesting than mathematics, for example. I never had interest really for numbers and things like this. I would prefer to do the Portuguese homework three times than do once mathematics. And I remember at school also when we had to read books. For some of my classmates, it was torture, and for me, it was my favorite part. I always loved that. So for me, it was very clear from the beginning that I was going to do something with language. Escuta aqui. Nós, poetas aguados, caminhamos hoje por entre plantas de nomes muito bem catalogados, mas os quais desconhecemos. Hör zu, wir blassen Poeten bewegen uns heute zwischen Pflanzen mit genau erfasstem Namen, den wir aber nicht kennen. Und so verwechseln wir häufig Vergissmeinnicht mit Männertreu, halten Ringelblumen für Ranunkeln, pflücken nicht selten Bitterwurz statt Balsamkraut. Ich, für mich, würde lieber Melisse von Brennnesseln unterscheiden, Kamille erkennen. Lindern beide, kann sein, den Kater meiner Nächte in Buchten und schädlichen Gräben, wo hagere Knaben lang, fast wie Aale, sich an ganz und gar nicht lichten Zitronen halten, eines Ex-Cocktails oder Tequilas. Dies ist meine Danksagung an euch, gepriesene Poeten, geliebte Vorfahren, Weltbürger des vergangenen Jahrhunderts. Die Reinheit eurer Sprache bewahrt uns vor lästigen Details. Für uns zählt endlich das Universelle. Ob Amsel, Bussard oder Nachtigall, wir besingen heute nur den Vogel, den Abstrakten, auf dem Ast des Baumes, den wir nicht benennen können. I came to see Berlin in the year 2000 and I was supposed to stay a week and I stayed a month because I just really enjoyed the city. It felt very familiar in some strange way, being from São Paulo. I know it sounds crazy, but there was something familiar for me. I was almost shocked at how open Berliners were. In a couple of weeks, I started meeting people who started telling me about places to go and things to do. And I felt like I was already making friends in this little time. And that's when I made the decision in the year 2000 during this trip that I would move here. I have been here now then for 15 years. Hello. I'm always hanging on the floor of the studio of Malte Zenzes, while Malte Zenzes hangs paintings on his studio walls and paints while I lay on the floor and I read poems, or sometimes I write poems and I look up at the walls and see Malte Zenzes while he paints, and his paintings have words on them. They are surfaces with words, like the page of the book of poems I am reading or the page of the notebooks of poems I am writing. And I ask myself if there are any differences between the words on his surfaces and the words on my surfaces. I'm here often because I sometimes when I want to escape this Berlin center somehow, it's very nice to just come here and hang around writing while Malte is painting. And we've also have been collaborating on a couple of things. There are already a couple of texts that I wrote based on this dialogue that we have. I like the way that he uses sometimes these lost words on his paintings. I've always been interested in visual artists who use language. First, like the first page, right? There's a level of learning a language which really takes time. You can know the vocabulary, you can know how to build the sentences, but there's something about tone
which is sometimes very difficult, and I play a lot with tone of what is okay to say in that particular situation. When I'm doing that in Portuguese, I know the effect that I want. And there's a level also of the language which is like learning the names of the birds, learning the names of the trees, which is very important for me as a writer as well. I'm really obsessed with that. Sometimes I'm writing about in Berlin, and I'm writing about a street. I don't want to say tree, I want to say, you know, it's a birch, you know, or it's an oak. And this is like where I'm trying to get now with the German. I think it's more difficult for me to identify as a Brazilian in the way that people see Brazilians. Brazil is already so big, and it changes so much from state to state, that for me, Brazilian already feels like an abstraction sometimes. I prefer to identify with cities. I think cities feel like a more manageable space. So that's why I sometimes say that I feel, first of all, like a writer from São Paulo and Berlin, because these are the two cities where I have produced my work. When I left Brazil, a few friends also left for other European capitals, and we compared experiences afterwards, and mine was by far the best in that sense of being able to integrate into a scene. Berlin is very open in that sense. There's really, it doesn't matter if you are German or a foreigner. If you have personality, if you do your work, if you do it with passion or with energy, the doors open somehow. People are happy to collaborate with people from abroad. In this sense, I have a very good experience here. I feel part of the scene. I know I'm not a German writer. I don't feel part of German literature. I write in Portuguese. But if the question is, do I feel part of the Berlin literary community, then yes. I consider that I work with text. For me, it's the center of my work is text. It doesn't matter to me if I'm going to publish that text on the page of a book. Publishing for me is the idea of making public, or if I'm going to perform that text on a stage, or if I'm going to put that text on a video. The thing is, poetry is usually consumed now like songs are. Just like people don't buy albums anymore because they can listen to that one song that they love. A lot of people read poetry through like one poem. They get one poem in the internet or another poem here and there. But I think poets just have to start finding a way to take advantage of this way of publishing and this way of reaching readers. And you can always make your money performing on stage. I think poets have to go back to the stage, have to go back to performance. But in terms of readership, I'm completely fine with being read on the internet. Like, it's nice if people buy my book. But if there's somebody who loves one poem and wants to read only that one poem, I'm happy with that too. I write from my experiences, so obviously Berlin plays a major role because my experiences have been here. And of course the experiences of being a foreigner, the experiences of writing in a language that is not the language of the country where I am. And also in a way, I think my notion of identity has also played a role, of course. I think maybe I wouldn't talk so much about colonialism if I didn't live in Europe, because it was very interesting in that sense to be born in a country with a colonial experience, a country that was colonized, was invaded and colonized by a European nation, by Portugal, and then to be in the continent that profited from that colonialism. So it started playing a big role in my work. I come from a country where having a certain body, having a certain skin color, having a certain sexual orientation, which is a body thing, it can be a matter of life and death. It's extremely dangerous to be black in Brazil. It's dangerous to be a woman in Brazil. It's dangerous to be a homosexual in Brazil. So we can't afford to abstract the body like white heterosexual men have. They have this luxury. So for me, it's not an option to forget that my literary experience is happening within a body that decays, a body that can get sick, a body that can be hurt in the street if you don't walk the proper way. When I write a love poem as a man to another man, I know that in certain places in Brazil, this immediately has a political implication. When it's being translated, of course, this will have different implications here. Reading one of my homoerotic poems in Berlin has a completely different implication to reading that same poem in a small town in Brazil.
it can be dangerous to read that poem in some places. In some places it's illegal. It's not a matter of like shocking just for shock's sake. I wish my love poems were just that. Love poems. Wenn mich Leute fragen, woher ich komme, ich sage, ich komme aus Berlin. Wenn ich mehr Zeit habe, dann sage ich aus Berlin, komme Deutschland, komme in Russland geboren. Und wenn ich noch mehr Zeit habe, dann erzähle ich mein ganzes Leben. Das ganze Jahr 1981 hindurch liefen endlose Verhandlungen über die Begrenzung der strategischen Rüstung. Ronald Reagan wurde Präsident der Vereinigten Staaten. Die Kommunistische Partei Chinas verurteilte die Ehefrau Mao Zedongs zum Tode. Die Amerikaner warfen der UdSSR Unterstützung des internationalen Terrorismus vor. In Chile kam Pinochet an die Macht. Ein mongolischer Kosmonaut flog in den Weltraum. Die UdSSR erklärte die polnische Solidarność für illegal. In Libyen herrschte Bürgerkrieg. Die Kommunistische Partei Bulgariens wählte Todor Schiefkow zum Vorsitzenden. Die UdSSR gewann die Eishockey-Weltmeisterschaft. Prinz Charles und Prinzessin Diana feierten Hochzeit. Es gab eine totale Sonnenfinsternis. Die USA starteten das Weltraumprogramm Space Shuttle. Die ersten Fälle von AIDS wurden registriert. IBM brachte den ersten PC auf den Markt. Islamisten ermordeten den ägyptischen Präsidenten Sadat, Mauretanien verbot die Sklaverei. Elias Canetti erhielt den Nobelpreis für sein schriftstellerisches Werk, geprägt von Weitblick, Ideenreichtum und künstlerischer Kraft. Zur selben Zeit diagnostizierte man bei mir Verdacht auf Poesie. In den 80er Jahren in Moskau war sehr interessant. Das war so ähnlich wie wahrscheinlich in Berlin nach dem Mauerfall. Die Sache, dass die 60er und 70er nach Moskau viel zu spät gekommen sind. Und das konnte ich noch erleben. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und wir waren da eingesperrt wie diese Affen hier im Käfig und die sind wahrscheinlich auch sehr neugierig, die wollen auch raus. Ich wollte nach Deutschland, wie alle Affen wollen nach Deutschland. Und damals, Berlin war toll, Berlin war ganz toll, überall hat nach Kohle gerochen. Es waren überall Kohlenofen und das war toll, alles war schwarz. So heruntergekommen, romantisch, billig. Alle Menschen waren jung und schön. Nicht so wie jetzt, alt und hässlich und müde. Alle waren voll mit Energie. Aber ich will nicht zurück. Ja, in Berlin bin ich zu Hause. Das ist sehr international jetzt und das ist so ein Äquivalent zu New York in Europa und spannend. Man kann alles machen und ich finde, je das mehr international wird, desto reicher diese Kultur wird. Ich habe in München in der Kunstakademie studiert und dann, ich habe eigentlich mit der Malerei angefangen, dann war mir sehr langweilig, es war die Zeit, wenn die Malerei ganz verachtet war auch und hat mich wirklich ehrlich zu sagen damals das nicht interessiert, weil das viel zu traditionell für Russland war, auch für die DDR. Irgendwann war ich hier in Berlin eine Lesung, ich denke das war in der Schaubühne und dann bin ich einfach nicht mehr zurückgegangen. Das war's. Ich war eh mit Konzeptkunst beschäftigt und dann habe ich angefangen, Kunstaktionen zu machen. Irgendwann, zum Beispiel eine meiner Aktionen
war verbunden mit dieser Idee Kunst und Verbrechen, mit dem Vergleich, ein Künstler zu einem Verbrechen, weil Künstler ist genauso asozial, auf jeden Fall traditionell so war, wie ein Verbrechen und hat so ein gespaltenes Verhältnis zu der Gesellschaft und reagiert auch genauso empfindlich auf die Veränderungen in der Gesellschaft wie ein Verbrecher. Ich habe nie aufgehört zu schreiben. Ich habe immer geschrieben und jetzt habe ich einfach weniger Zeit für die Kunst. Und das ist auch okay so. Weil ich fahre durch die Welt zu diese Welten, wo die Affen herkommen oder wo die Tiere herkommen. Und da nehme ich mein iPad mit und ich kann sehr gut arbeiten. Ich kann sehr gut lesen, ich kann gut schreiben und dann kann ich mich wirklich von dieser Realität ein bisschen distanzieren, weil für das Schreiben man braucht eine sehr große Konzentration. Und ja, ich verkrieche mich immer alleine irgendwohin in eine Waldhütte. Jetzt war ich in Mexiko bei den Indianerstämmen und ich war da in den Bergen, war schön. Dann habe ich mit Tieren gesprochen. Ich verstehe sehr gut den Franziskus, der zu Tieren gesprochen hat, weil es gibt nicht so viele, leider, es gibt nicht so viele Menschen, die hören können. Ja, und bei den Tieren hat man eine Illusion, man werde gehört. Er hat Brezhnevs und Honeckers Kuss auf der Berliner Mauer gezeichnet und dann, das ist wirklich so ein Zeichen der Epoche geworden, dieses Bild. Und der Künstler ist da, der existiert, wirklich. Er ist jetzt hier in Berlin, die Russen sind in Berlin und ja, wir sind die Nachbarn, die nächste Nachbarn. Die russische Community, ich denke, das ist wirklich so eine alte Community, alte Berliner Community und das ist nicht so exotisch, oder? Nicht so besonders. Ja. Es gibt schon eine lange Tradition. Die Deutschen waren in Russland immer wieder und das ist, ja, ich denke, das ist gar nicht so exotisch. Ein Deutscher in Russland zu sein oder ein Russe in Deutschland zu sein. Ja, und die Szene ist auch schon alt. Die war vor dem Krieg. Sehr viele Klassiker waren hier. Hier war Charlottenburg, Charlottengrad, haben die das genannt damals. Ich denke, es ist schon die Zeit gekommen, wenn wir uns alle Europäer als eine wahrnehmen müssen. Das sage ich, weil ich spüre das sehr, sehr stark, weil ich viel reise. Und unsere Kultur ist irgendwas sehr, sehr Besonderes und ich muss auch sagen, sehr Fragiles. Und das müssen wir mit großer Achtung uns dazu stellen und das pflegen. Ja. Und ich spreche jetzt für die ganze europäische Kultur, ja, was die Tradition ausmacht, diese abendländische Tradition und die ist genauso in Russland wichtig wie hier oder wie in Frankreich. Ja. Und Berlin ist eine Zitadelle, wo das blüht und ich könnte nicht ohne Berlin leben. Musik.
Ich denke, als Autor, Autorin macht man sich oft den Gedanken, was bewege ich, was bewirke ich, indem ich das und dies und jenes schreibe. Und für viele Autoren ist das, glaube ich, ein Dilemma. Die Frage ist, von welchem Ausmaß des Einflusses gehe ich aus und was wird erreicht? Im Theater reden wir immer von dieser Unmittelbarkeit und dann von dieser Wirkung des Unmittelbaren und von der Präsenz des Publikums. Sicher, in einem Theaterraum, der wie ein Forum funktioniert, führt das zu einer Tätigkeit, die ich als in Beziehung setzen nennen würde. Und führt zu einem Dialog, führt zu einem Streit. Hier messen wir die Zeit in Kerzen. Wir sind von Bergen umgeben, goldenen Bergen, goldenen Weizenfeldern, goldenen Wölfen. Hier entgleitet keine Stimme. Der Tod stirbt hier, bevor die Geburt gebärt. Hier brechen die Sonnenstrahlen vom Landschaftshorizont an uns. Wir brechen die Fanfare der Gleichgültigkeit. Wir beißen uns eine aus der anderen unsere Teilnahme heraus. Hier Vogelperspektive, und ich sehe, da kommt ein Kind, da geht ein Kind. Hier, je weiter du gehst, je tiefer du eintauchst, da ist nichts. Das hier ist alles. Ich zünde eine Zigarette an, der Rauch spürt die Leerstelle zwischen meinen Zähnen. Der Schlaf weht mich an, er möchte mich packen, wie ein Räuber. Also ich wohne in der Nähe und Treptower Park, hier gibt es sehr viele Elemente, die ich mit Berlin verbinde. Die Natur, das Wasser, die Insel. Ich bin aufgewachsen in Teheran, umgeben von Bergen. Ich liebe Berge. Meine Eltern kommen auch aus dem Norden, aus einer kalten, bergigen Region. Sicher war das halt, mein Verhältnis zu Wasser war immer ein bisschen Ambivalenz. Das Meer war immer sehr weit weg. Also zwar 3-4 Stunden, ist nicht so weit weg, aber um zum Wasser zu kommen, um zum Kaspischen Meer zu kommen, musste man immer durch sehr viele Berge. Für mich war Wasser immer hinter den Bergen. Das Meer hinter den Bergen. Ich mag dieses Schweben auf dem Wasser sehr. Diese Ausdehnung, die wird auch irgendwann bedeutungslos. Ne? Es ist nicht immer voll geladen mit Bedeutung. Es ist auch manchmal nur eine ewige Ausdehnung, immer bis zum Horizont. Irgendwie diese Faszination, immer weit fahren zu wollen, das ist ein bisschen vergleichbar mit sehr vielen Dingen im Leben, aber zugleich auch nicht wissen, was geschehen kann. Also es ist irgendwie voller Gefahren und voller unbekannten Ereignisse, Erlebnisse. 2001 habe ich Iran verlassen, und dann habe ich Asyl beantragt und wurde umverteilt nach Chemnitz, in einer Erstaufnahmeeinrichtung und ungefähr 40 Tage, dann hatte ich meine Anhörung und ich habe in Leipzig in einem Asylbewerberheim gewohnt. Ich habe da von sehr schönen Erinnerungen bis teilweise verstörenden Erinnerungen. Und immer wieder dachte ich, wenn ich irgendwo hinziehe, wird das Berlin sein. Und dann war ich 2008 in Havanna für 7 Monate ungefähr. Und ich habe dann in Havanna auch zufälligerweise Menschen kennengelernt, die mit Theater zu tun hatten. Also ich war sowieso immer interessiert an Theater. Mein Bruder hat mir mit 14 Macbeth geschenkt und ich habe reingelesen. Es fängt an mit dem Dialog zwischen den drei Hexen. Genau, das war so eine Art Theater eigentlich. Ha. Ich war oft im Theater und hatte immer eine Faszination für diesen dunklen Raum, wo man versucht, helle Zukunftspläne zu entwickeln und düstere Vergangenheiten zu überwältigen. Ich habe angefangen, die ersten szenischen Texte 2012 in Berlin zu schreiben. Das hat mit der Theaterlandschaft in Berlin zu tun. Das ist eine sehr heterogene Theaterlandschaft. Das hat sicher am Anfang auch mein Schreiben beeinflusst. Berlin ist halt eine der Theaterstädte der Welt, würde ich sagen. Ich mag Berlin sehr, ich mag mein Leben hier, ich mag meine Berufsfelder, meine Tätigkeiten hier. Ich bin auch immer wieder auch gerne nicht in Berlin, um Berlin wieder zu vermissen. Wenn ich nicht in Berlin bin und zurückkomme, merke ich, wie schön die Stadt ist, wie weit diese
Landschaften sind, wie viel Platz im Horizont es noch gibt, dass man so weit schauen kann, dass man sich ein bisschen erleichtert fühlt im Vergleich zu einigen anderen europäischen Metropolen. Ich arbeite unter anderem für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und da werde ich verschiedenartig eingesetzt. Manchmal mache ich da nur Aktenanlage, manchmal mache ich Übersetzung und manchmal bin ich auch bei den Anhörungen als Dolmetscher dabei. Die Anhörung ist sozusagen der Kern des Asylverfahrens. Da bekommen die Asylbewerberantragstellende einen sehr wichtigen Termin und da müssen sie alle Fluchtgründe und andere Gründe vorlegen, die eine Abschiebung verhindern sollen. Ich war 2001 in einem Aufnahmezentrum und dort hatte ich auch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge meine Anhörung und da habe ich eine Dolmetscherin gehabt für meine Anhörung und ihr Auftritt war so beruhigend, sie war so herzlich, sie hat gelächelt. Ich glaube, dieses Lächeln macht einfach unglaublich viel aus, wenn man weiß, dass die andere Person sich in einer schwierigen Situation befindet gerade. Ein einfaches Lächeln. Und ich war so beruhigt, war so für das Erste mindestens sehr beruhigt. Ich glaube, der Auftritt dieser Dolmetscherin und auch die Souveränität, die sie mir gegeben hat, während sie noch gedolmetscht hat für mich, während der Anhörung, diese Dinge haben mich sehr, sehr beeindruckt und ich kann sagen, das war auch wahrscheinlich ein Grund, warum ich selber Dolmetscher geworden bin. Ja, die Migrationsgeschichte ist eine sehr lange. Dieses Verrutschen von Identität gehört dazu. Die Identität ist kein festes Gebilde, deshalb wird es sowieso permanent verrutschen. Durch die Flucht, durch den Versuch des Ankommens, in dem Sinne von irgendwo eine Wohnung zu haben, nicht in einem Heim mit 100 anderen Menschen wohnen zu müssen, nicht in prekären Situationen leben zu müssen. In diesem Sinne denke ich, dass diese Fluchtgeschichte, die Migrationsgeschichte, die Gewalterfahrung, die traumatischen Erlebnisse aufgrund der politischen Umwälzungen in einem Land, dass sie unfassbar viel innerlich in Bewegung setzen. Abgesehen davon, dass man sich körperlich bewegt von einem Ort zum nächsten, ist das auch so, dass oft sehr viele Dinge, an die man geglaubt hat, an Bedeutung verlieren und neue Dinge dazukommen. Ich glaube, das hinterlässt ganz gravierende Spuren, die aber auch sehr wohl sehr positiv sein können. Also man kann ja mit diesen Wunden gut umgehen. Also wenn wir sagen, Migration kann eine Wunde sein, aber aus dieser Wunde kann man ja unglaublich viel rausziehen. Wunde ist ja was Lebendiges. Und in dem Sinne denke ich, dass dieses Verrutschen der Identität nicht was Negatives ist. Ich sehe das nicht als was Negatives, wenn ich meine grundlegenden Dinge, an die ich glaube, wenn die anfangen zu schwanken, dann ist es ja, es ist ja Bewegung, das ist ja wunderbar. Wenn alles so fest sitzen würde, dann würde man ja langsam anfangen zu veraltern. Und ich denke auch daran, dass das Thema Heimat wieder ein sehr banales Thema wird für mich, wenn ich das versuche, mit Land oder Sprache zu verbinden. Weil ich glaube nicht an dieses Ankommen. Es ist sehr schön, sagen zu können, ich bin hier fest und fühle mich wohl. Und das sage ich hier. Das kann ich genauso in Teheran sagen. Das kann ich genauso in Havanna sagen. Das kann ich in Wien sagen. Ich fühle mich in all diesen Städten, Orten wohl. Und das sind alles meine Heimatstädte. Ich schaue vielmehr, wo habe ich Rituale, wo habe ich Beziehungen, wo fühle ich mich wohl. Und da ist für mich, wenn man will, ein Stückchen Heimat da oder so. Weil ich denke, wer Heimat sagt, sagt Heimat und meint was Gutes. Aber wer Heimat sagt, sagt auch Blut. Thank you.
Die Verbindung zwischen meinem politischen Engagement und meinem Schreiben ist sehr eng miteinander tatsächlich verknüpft. Zum einen hat das damit zu tun, dass ich selber immer sehr gerne gelesen habe und ich würde sagen, ich liebe Literatur. Ich habe so meine Lieblingsschriftstellerinnen und so. Als ich Germanistik studiert habe, habe ich tatsächlich Brecht sehr geliebt, weil ich diese Verbindung zwischen politischen Ansichten und auf Sachen hinweisen und Humor sehr gelungen fand. Und ich wollte das auch selber ausprobieren. Und ich hatte das Gefühl gehabt, es gäbe so viele Geschichten, die erzählt werden können aus einer schwarzen Perspektive, die noch fehlen. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte sehr gerne das selber versuchen. Tag 1. Die erste Farbe, die ich verlor, war mein Gelb. Ich bemerkte es jedoch nicht sofort. Es war ein Dienstag, Samstag. Es nieselte leicht und da ich keine Regenschirme mag, ich finde sie asozial, das ganze Stoßen und Schubsen, lief ich mit gesenktem Kopf durch die Straßen, wobei ich mich für Richtungshinweise auf die Füße meiner MitfußgängerInnen konzentrierte. Beinahe funktionierte es auch. Ich stieß eigentlich nur mit einer Person zusammen, einem Polizisten. Und der zählt gar nicht erst, weil er selber nicht guckte, wo er hinlief. Würden die Leute hier bloß lächeln, wenn es regnet? Denn eigentlich sind sie nicht wirklich hässlich. Doch das Licht in ihren Augen wird ständig von ihren heruntergezogenen Mundwinkeln getrübt. Es steht ihnen einfach nicht. Ich habe Synchronicity geschrieben Ende 2013. Damals, als ich hier gelebt habe, war das einer meiner Lieblingsorte. Und ich habe in der Zeit, wo ich Synchronicity geschrieben habe, die Kita-Eingewöhnung von meinem jüngsten Sohn gemacht. Und deswegen habe ich hier immer in dieser eine Stunde Pause, was ich hatte, so ein kleines Kapitel geschrieben. Man merkt es in dem Text, dass das zum Teil verschiedene Orte, die erwähnt werden in Synchronicity, dass die hier tatsächlich stattgefunden haben. Ich bin 2006 nach Berlin gezogen. Damals war das dieses sogenannte Sommermärchen. Das war total schön. Und sehr schnell habe ich mich gut hier eingelebt, denn 2006 war eine sehr besondere Stimmung. Also ich hatte das Gefühl, Deutschland hat sich gefunden. Also und das war dieses, Welt zu Gast bei Freunden oder so. Und ich hatte das Gefühl fast, man feiert, dass wir hierher ziehen. So, es war sehr schön. Und Berlin ist ein sehr wichtiger Ort für mich. Ich habe das erste Mal in Berlin 1995 gelebt. Ich habe das Gefühl, da habe ich mich wirklich gefunden und habe das Gefühl, ja, hier bin ich richtig. Ich bin immer wieder weggegangen, weil ich auch manchmal sehr schmerzhafte Erfahrungen hier gemacht habe. Aber damals in 2006, als ich zurückgekommen bin, dann mit meinen Kindern, zu dem Zeitpunkt war es eine sehr günstige Stadt. Ich glaube, das war die niedrigste Miete für eine Hauptstadt in Europa. Ich war alleinerziehend. Es war sehr, sehr viel einfacher für mich zu arbeiten, genug Geld zu verdienen, um meine Familie zu ernähren, ohne mich komplett kaputt zu machen. In London, in Brighton ist das sehr viel schwieriger gewesen. Ich hatte auch das Gefühl, meine Kinder konnten hier sehr viel selbstständiger sich in die Stadt bewegen. So eine sichere Stadt. Also ich bin tatsächlich sehr dankbar, dass ich in Berlin lebe. Die Geschichten, die ich bisher geschrieben habe, handelten von schwarzen Frauen, Mütter, Hauptfigur, die in Berlin lebten, die ähnliche Biografien wie ich hatten und dann andere Handlungen. Also das waren keine autobiografischen Texte, sondern Texte, die von Wahrheiten erzählen, die ich kenne, aber die andere Leute auch kennen, aus der Perspektive einer schwarzen Frau. Und das war mir wichtig, weil ich das Gefühl hatte, es gibt leider immer noch nicht genug Literatur aus der Perspektive von schwarzen Personen, die nicht ausschließlich mit Leid oder Krieg, AIDS oder so zu tun haben, sondern einfach selbstbewusste Personen, die auch Mist bauen, die sich verlieben, die sich trennen, alltägliche Sachen. In Ghana sind meine beiden Eltern geboren und aufgewachsen, beide in der Hauptstadt. Die haben sich allerdings erst in London kennengelernt. Also meine Eltern konnten fließend Englisch, aber es war schade dennoch, dass wir zu Hause ausschließlich Englisch gesprochen haben. Dann habe ich tatsächlich die ghanesische Sprache, die ich damals gesprochen hatte ich verlernt. Und das beeinträchtigt, finde ich, meine Beziehung zu Ghana. Also ich fühle mich, wenn ich in Ghana bin, immer als Tourist unterwegs.
Als ich aufgewachsen bin, hatte ich immer so dieses Gefühl, okay, ich bin nicht wirklich aus England, ich bin aber nicht wirklich aus Ghana, wo bin ich denn? Inzwischen habe ich meinen Frieden damit gefunden, weil ich gemerkt habe, dass dieses Gefühl, ich gehöre nicht dahin oder ich gehöre nirgends hin, sehr viele Menschen haben. Das hat nicht unbedingt irgendwas mit Migration zu tun. Das hat, glaube ich, damit zu tun, wie man sich versteht in der Gesellschaft und wie man sich als Individuum sieht und die Verbindung zu den anderen. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, mein Zugehörigkeitsgefühl anders aufzubauen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich bestimmte Beziehungen aufgebaut habe und aufrechterhalte hier. Ich bin in meinen Schreiben auch inspiriert von AktivistInnen, die in Deutschland gelebt haben und noch leben. Also ich verstehe mich als Teil der schwarzen Community in Deutschland. Und eine sehr wichtige Figur in der schwarzen Community war Mai Ayim. Sie ist Dichterin und Wissenschaftlerin, die in den 80er Jahren gelebt hat und die ISD, also Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, mit initiiert hatte. Mai Ayim hat richtig tolle, starke Gedichte geschrieben, die schwarze Erfahrung in Deutschland oder einige schwarze Erfahrungen in Deutschland sehr plastisch ausgedrückt haben. Und viele Leute fühlten sich zum ersten Mal so gehört und gesehen, als sie ihre Gedichte gelesen haben. Und ich habe auch gedacht, oh, wenn eine Frau wie sie das machen kann, möchte ich das auch können. Mai Ayim hat in Berlin gelebt, ist in Berlin gestorben. Sie hat sich das Leben genommen und jahrelang gab es Bemühungen, wie wir Mai Ayim gedenken können. Es gibt Straßen, die in Deutschland nach kolonialen Aggressoren benannt worden sind, zum Beispiel damals Gröbenufer. Und Gröben war ein Mann, der versklavte Menschen gehandelt hatte. Und viele Menschen in der schwarzen Community haben gedacht, und rassismuskritische Menschen haben gedacht, es gehört sich nicht, dass solche Menschen noch geehrt würden. Es gab Bemühungen, diese Straßennamen zu ändern. Und es hat geklappt, dass die schwarze Community Mai Ayim als neue Namensgeberin vorschlagen könnte. Und jetzt gibt es Mai Ayim-Ufer statt Gröbenufer. Der Gedanke dahinter war, so eine Perspektivumkehr hinzukriegen. Das nicht rauszulöschen, dass es überhaupt Kolonialismus gab, sondern das aus einer anderen Perspektive zu gedenken. Hier haben sich sehr viele politische Menschen zusammengefunden, auch aus anderen Bereichen, nicht nur rassismuskritische Menschen, sondern sexismuskritische Menschen und Menschen, die gegen andere Formen von Diskriminierung aktiv sind. Also sehr viele waren hier, es gab sehr viele Organisationen, Veranstaltungen. Es gab eine Zeit lang in Deutschland, als ich sehr aktiv war, in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Das ist ein Verein, das seit 30 Jahren existiert. Und da war ich sehr viel unterwegs mit Demonstrationen oder Podiumsdiskussionen organisieren oder Veranstaltungen organisieren. Ich habe selber an Podiumsdiskussionen teilgenommen. Und irgendwann fehlte mir ein Umgang mit dem Thema, was tatsächlich erlaubt, dass Leute in Verbindung miteinander kommen. Und nicht nur dieses Diskutieren, um sich zu streiten und möglicherweise diese Abwehrreaktion abzuholen, sondern wirklich zu versuchen, jemanden abzuholen, da wo er oder sie ist, und zu versuchen, die Welt aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Und ich habe gedacht, Literatur kann das, Belletristik kann das. Und besonders wenn ein Autor oder eine Autorin mit Humor arbeitet, kann es manchmal passieren, dass diese Abwehrreaktionen verschwinden oder diese Barrikade runtergefahren werden, weil das Lachen ermöglicht, dass man erstmal loslässt. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte eine Zeit lang versuchen, einfach mit meinen Texten Leute zu erreichen. Wobei ich möchte auch betonen, es geht mir nicht darum, mit dem Zeigefinger zu zeigen auf irgendjemand oder zu sagen, ich möchte belehren, eher ein Angebot zu machen, eher zu sagen, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die uns entgehen, weil wir immer unser Fokus woanders haben. Und wenn wir jetzt unser Blick erweitern und woanders hinschauen, dann vielleicht haben wir die Möglichkeit, einfach mehr zu sehen, mehr zu lernen, mehr zu erfahren und so auf andere Ideen zu kommen.
My grandfather, he fight with the Maki. His job was to go really close to the enemy and check the news. Sometimes that news could save the life of the whole battalion. So literature for me is something like that. It's like to go to the darkness and try to understand and come back to life uninjured and with precious information for my life. So when I write, I think that I'm always working in this process of discovering the darkness. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos, en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta, ¿gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? Sie sind wie Würmer. Otro tipo de gusanos. Was für Würmer? Está oscuro y no wie puedo Würmer ver. Überall. Las sábanas son ásperas. Spricht der Junge, er flüstert mir die Worte ins Ohr. Ich bin die, die fragt. Würmer im Körper? Ja, im Körper. Erdwürmer? Nein, andere Würmer. Es ist dunkel und ich kann nichts sehen. Die Laken sind rau, sie werfen Falten unter meinem Körper. Ich kann mich nicht bewegen, sage ich. Das ist wegen den Würmern. Man muss Geduld haben und warten, und solange man wartet, muss man rausfinden, zu welchem Zeitpunkt genau die Würmer geboren wurden. Warum? Weil es wichtig ist, sehr wichtig für alle. Ich versuche zu nicken, aber mein Körper reagiert nicht. I came like 4 years and a half ago with a writing scholarship from the DID. Then the Instituto Cervantes, they asked me, they invite me to give some workshops, literary workshops in Spanish. So I did it, and Maxi, my boyfriend, he opened a bar here in Kreuzberg. And it was easy to stay here. Before I even realized I was making a living here, living independently in Berlin. So, I don't know, it happens. Becoming a writer was a natural progress. I remember at 5, even before know how to write, I used to tell story to my mom at bedtime and take her to take notes and to leave blank pages so I could do some pictures after. So I think I always have this impulse to tell stories. I was published for the first time when I was 23 years old, and I still think it was too soon. It was not a good thing. My family had insisted so much that I should apply for the National Literature Prize, that I should win, definitely win, my family. So I applied just to show them how wrong they were. And I won the prize. And that implied to being immediately published. So, and it felt like someone had taken my book from my hands. I was shocked, completely shocked. It took me like 7 years to publish it again. It was not good. This neighborhood is the center of my life here in Berlin, Kreuzberg. I work here at home at my desk. Usually I work in the morning. I work in the morning and at night. And when I'm free, sometimes I go to the Gloria Bar to have my 7 p.m. glass of wine. I like this place. It's, I take a lot from Kreuzberg. I don't know, the people here are really relaxed, but at the same time, they always seem to be so busy. And I love that because that allowed me to be immersed in myself, but at the same time to feel all this energy, this movement around me, and I like that. This is our bar. This is Gloria Bar. Well, it's actually not our, because I don't work here. I broken like 6 glasses of wine the first week, and
That part of the bar is forbidden for me now. But this is a nice space for me. I usually have my meeting here, so Sundays I come here and write. If there's sun, I go out and take a table and work a lot. And there are always friends here. So another place with the Spanish language everywhere. But we have an adopted grandfather here in Berlin. He's the doorman here in this building, and he keeps giving us a lot of things, like a gift. And there are a lot of things here that are from him. This one, the lamp, that lamp also. He always came and give us things. And this is one of, this is from him. It's continental. It's very nice. He usually talk about the neighborhood because he was born here. And now he's almost 80 years old. So he has a lot of stories about this neighborhood. At 7, I have my literary workshop here. In Argentina, writers used to give these literary workshops in their own homes. In fact, I formed myself in this kind of creative writing workshops. And it's amazing. You can imagine that maybe you can go to your favorite writer living room to learn and to see what happened in that place. I think this is the nice thing, that the opportunity to be so close to a writer when you are young. And I realized how much working on the text, trying to be more precise, clearer, simpler, was really part of the writing progress. That was really important to, I think that I could see how powerful I could become with these tools. That's what these workshops are about. So I love these workshops from the beginning. And for me, it's very interesting also to give these workshops. I think it's something really healthy for my writing, because this allowed me to test myself in another kind of stories or situation or voices that I wouldn't do by myself. So it's a kind of writing also, the energy for writing or for giving these kind of workshops. I think it's the same. Of course, I never thought I could make a living giving literary workshops in Spanish in Berlin. So yes, it is a very Spanish world. Berlin is a good city for writers because it's here you have the freedom, you have the money, you have the space, and because all these things, I think you have the energy also. In Buenos Aires, sometimes you have to fight for small things. It's strange because when I sit in front of my desk and start my writing work, I immediately come back to Argentina. That's my writing space. So I feel that I really would need something special to write about Berlin. But I still don't feel that. I still feel like a foreign here. And I think I will feel like that forever here. But I like that. I think that moving here to Berlin was a good way to have a new life. The more life that you can have in your own life, the better. And I think that for a writer, that is always something important.
Wenn ich von mir selbst denke, ich habe einen deutschen Nachnamen, ich bin in Warschau geboren, ich bin jetzt nach Berlin zugezogen und ich bin auch sehr viel in arabischer Welt unterwegs. Und wer bin ich denn eigentlich? Ja, ich bin ein Berliner, ein zugezogener Berliner. Ich schreibe auf Polnisch, aber ich fühle mich als Europäer und da sehe ich keinen Konflikt drin. Ich denke, da muss auch kein Konflikt sein. Ein Lehrer stand. Ich verkaufe bewahrte, wahre und bewährte Geschichten. Ein Schild über mir und in mir ein Stimmenmeer. Hochleben die Geschichten. Ein Abend in Akaba. Damals las Mirek. Halt, Jan ist doch der Held des Geschichtenhändlers. Mirek war beruflich in die Wüste gereist. Gas Seek Incorporation oder die Jagd nach dem verlorenen Erdgas. Armer Mirek. Wegen dieser Reise stellte sich sein Leben auf den Kopf. Das Tagebuch spricht die Wahrheit. Jan erzählt Geschichten. Und dann war da noch Kerim mit dem leeren Stand. Drängte sich hinein wie ein schlechter Scherz. Der Geschichtenhändler, ein Roman, das in einer arabischen Übersetzung erschienen ist und jetzt endlich auch auf Deutsch. Der Geschichtenhändler spielt praktisch in den zwei großen syrischen Städten, in Aleppo und in Damaskus. Und es geht auch sehr viel um Essen. Also es geht praktisch um sich verlieben durch Essen. Der Ich-Erzähler in dem Roman, der verabredet sich mit einer libanesisch-syrisch-jordanischen Frau. Also die Identitäten sind auch sehr, sehr gemischt und geht mit ihr aus zu einem Date und lustigerweise geht auch die Mutter von der Frau mit zum Date und durch dieses Essen erschließt sich so manches für ihn, ja, auch eben in der Liebe. Und ich koche auch selber gerne und habe auch mein Arabisch dadurch gelernt praktisch, dass ich in so kleine Imbisse in Aleppo und in Damaskus gegangen bin und auch dort wirklich mitgekocht habe. Ja, und dann habe ich mich gefreut, hier in Wedding einfach auch wirklich was Authentisches, damals Erlebtes, hier wiederzufinden. Und das ist auch ein Teil dessen, was Berlin für mich bedeutet, dass man eben diese verschiedenen Punkte, die man aus seinen Reisen oder sei es jetzt auch wirklich geografische Reisen oder auch literarische oder geistige, wenn man so will, hier wiederentdeckt. Ich bin eigentlich auf die arabische Welt durch Zufall gekommen. Da steckt auch erstmal keine super spektakuläre Geschichte. Es ist oft so, dass man dann gefragt wird, vor allem wenn man in ein arabisches Land geht. Ja, die Leute fragen einen, warum sprichst du dann Arabisch? Bist du ein Spion? Ja, die andere Möglichkeit ist ja, dass man einen Familienbezug hat oder dass man sich verliebt hat. Das ist auch immer eine sehr gängige Frage. Also wenn man jetzt kein Spion ist, dann muss man eine arabische Frau haben oder Geliebte oder sowas. Ich bin tatsächlich aus einer ästhetischen, wenn man so will, oder intellektuellen Faszination heraus an diese arabische gekommen. Ahmed, lass uns machen. Finden wir noch Argile? Ich habe auch sofort gesehen, also das ist eine Region, das sind Orte, vor allem auch Städte waren das vor allem. Einerseits gibt es dieses alte, geschichtliche, dieses märchenhafte vielleicht, was so jeder eigentlich mit der arabischen Welt bei uns mindestens sofort assoziiert, also dieses Tausendbeine Nacht und so weiter. Aber gleichzeitig gibt es eine hohe Komplexität, also was Gesellschaftliches, was Politisches betrifft, auch sehr viele ganz interessante, für mich Inspirationen auch zu Erinnerungskultur, zu dem, wie gehe ich eigentlich mit meiner Vergangenheit, mit meiner Identität um, die Fragen nach dem, was ist ein Staat, was ist eine Nationalität, was ist eine Nation und so weiter. Also das alles war auch dabei. Und dann natürlich auch die Komplexität unserer Beziehungen, ja, zwischen der, ich sag mal jetzt so salopp westlicher Welt und der orientalischen oder der Mittelmeerwelt, von der ich glaube, dass es eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist, diese Welten so streng voneinander zu trennen. Heute hat das Buch nochmal, ich denke, eine ganz andere Aktualität. Überraschend für mich, natürlich auch aus so einem sehr traurigen Grund, der Krieg in Syrien. Aber vielleicht auch eine Chance, die sich daraus ergibt, dass die Figuren, von denen ich hier erzähle, ja, die Menschen, die ich erlebt habe Anfang der 2000er Jahre in ihren Heimatstädten, ja, das sind Menschen, die jetzt unsere Nachbarn sind, hier auch in Deutschland, auch in Berlin. Berlin war schon immer irgendwie präsent,
als einen Reflexionsort. Also ich habe mich einfach gefragt, wie baut sich diese Stadt von Neuem auf? Ja, wie erzählt sie sich praktisch als wieder eine Hauptstadt, als wieder eine vereinigte Stadt, als eine Stadt, die natürlich zerstört worden ist im Krieg und dann wieder quasi von dieser Zerstörung sich wieder neu aufstellt. Und das war eine Sache, die mir nah war. Ja, also nah auch im Hinblick auf Warschau, weil natürlich auch Warschau mit allen den Unterschieden, ich will hier jetzt nichts Ketzerisches erzählen, aber natürlich auch als Stadt, wenn wir den urbanen Raum nehmen, ja, ist sowohl Warschau wie Berlin und wie auch Beirut letztlich eine Stadt, die sich wieder neu erzählt. Eine Stadt, die sehr komplex ist, kompliziert, würde ich auch sagen. Eine Stadt, die sich nicht einfach erschließt, insofern auch eine Herausforderung, eine Inspiration letztlich ist. Also Berlin ist schon, dadurch, dass es einerseits so eine Metropole ist, aber auf der anderen Seite auch eine Stadt, die eben dieses Lokale, Regionale als eine Anbindung auch anbietet. Ja, wir sind ja nicht zufällig hier in Wedding. Das ist auch ein Viertel, wo ich lebe und wo ich praktisch auch sofort diese zwei Dimensionen gespürt habe. Wir sind hier an einem Ort, der eigentlich gut dazu dient oder verleitet, über Utopie zu sprechen. Wenn man sich diese Häuser hier anguckt, merkt man sofort den Unterschied zu dem, was man vielleicht so mit Berlin assoziiert, die Gründerzeit und diese von außen sehr schönen Häuser, die eben zur Straße stehen, sich wenden, aber die dann natürlich hinten ganz vielleicht nicht so schöne Verhältnisse verstecken. Hier war der Ansatz nochmal anders. Also hier stehen die Häuser quer zur Straße, sodass jeder praktisch den gleichen Stellenwert bekommt. Und das ist vielleicht ein guter Punkt, wo man sagen kann, es ist ein neuer Gedanke über die Gesellschaft. Ja? Und das ist ein Gedanke, der eben uns zu Utopie, in meinem Fall rede ich lieber von Utopie, leitet. Wie können wir heute für mich jetzt vor allem Europa, also nicht Utopie, sondern Utopie, also griechisch eben der gute Ort, neu denken. Wenn ich über Utopie nachdenke und schreibe, dann gibt es so drei wichtige Punkte für mich. Der eine Punkt ist ja der strikt politische, also dass wir, so wie wir von Berlin gesprochen haben, dieses metropolische und dann aber auch das sehr lokale mit den einzelnen Kiez verbunden, dann hier nochmal auf Europa übertragen, also das europäische und das regionale, wirklich streng politisch gedacht, welche Kompetenzen gehen an Europa, welche Kompetenzen bleiben in der Region, aber eben in der Region und weg von Nationalstaaten. Und der andere Punkt sind Gefühle und Emotionen. Wir haben in Europa, da ist die Frage nach individuellen, aber auch nach kollektiven Traumas sehr präsent und wichtig. Sprechen wir darüber? Begegnen wir uns wirklich empathisch im Hinblick darauf, was jeder von uns fühlt? Jetzt geboren in Berlin, geboren in Warschau, geboren vielleicht in Beirut. Und der dritte Punkt, polyphone Identitäten. Also wieder die Frage nach dem, wer bin ich? Diese Frage, die in Berlin sich auch sehr deutlich für viele Menschen stellt. Ja? Ich komme aus dem und dem Land oder meine Eltern kommen aus dem und dem Land. Wo ist meine Heimat? Was bedeutet die Stadt Berlin im Hinblick auf meine Heimat, im Hinblick auf meine Familie, im Hinblick auf mich oder meine Kinder? Und dafür können wir vielleicht und vielleicht auch als Schriftsteller kann man versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, um irgendwie zu sehen, wie kann mir die Sprache helfen, diese polyphone Realität auszudrücken? Berlin ist praktisch für mich ein Ort, in dem dieses polyphone Miteinander auch relativ gut gelingt. Natürlich ist es keine einfache Sache und natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen. Und das inspiriert mich tatsächlich dazu, diesen utopischen Ansatz auch für ganz Europa zu verfolgen. Hier erlebe ich persönlich diese zwei Ebenen, diese metropolische Ebene und diese lokale Ebene mit dem Kiez, in dem man wohnt, mit dem Viertel, in dem man wohnt, sehr stark. Das ist für mich Berlin und das ist auch die Inspiration für das weitere Schreiben.
Ich heiße Chen Sihong, aber in Deutschland heiße ich Kevin Chen. Mit 13 habe ich angefangen, also Englisch zu lernen. Und alle Schüler müssen einfach also nach einem englischen Namen suchen. Und ich wollte ein Kevin werden. Warum? Weil ich also Kevin Bacon in Footloose gesehen habe. Und Kevin Bacon, der Schauspieler, hat so schön in diesem Film getanzt. Und ich dachte, ja, ich will auch ein Kevin sein. Ein Kevin, der tanzt und singt und Rock'n'Roll-Musik hört und sowas. Deswegen heiße ich Kevin. In diesem schlichten Restaurant steht in der vierköpfigen Familie einer für den anderen ein und hält so den Betrieb in gemeinsamer Anstrengung am Laufen. Früher war Zhao Chuping eine professionelle Maskenbildnerin beim Film. Jetzt bereitet sie in einem Lokal ihre Spezialitäten zu. Leckerbissen wie gefüllte Hefeklöße, Rettichfladen, Sesambällchen und andere Snacks. Die Make-up-Künstlerin rührt nun im Nudelteig, wie eh und je in der Lage, uns atemberaubende Hochgenüsse zu verschaffen. Wenn ich höre, was sie zu erzählen hat, wird mir bewusst, dass sie eine Stylistin für die erste Schauspielergeneration in Taiwan war. Wie gern hätte ich von ihr ein bisschen Klatsch aus der Welt des Films gehört. Musste sie doch ein paar Geheimnisse aus erster Hand kennen, wenn man bedenkt, wie nah sich Maskenbildnerinnen und Stars zu kommen pflegen. Doch sie forderte mich nur auf, noch einmal bei den Mulan-Maultaschen zuzugreifen, die sie eigenhändig zubereitet hatte, und erhob sich dann vom Tisch, um mir einen Tee zu bringen. Keine einzige Klatschgeschichte kam mir über die Lippen, eine Art von Anstand, der unserer Generation schon fremd geworden ist. Ich komme aus Taiwan. Ich bin in einem kleinen Dorf geboren und aufgewachsen. Und das Dorf heißt Yongjing. Das ist wirklich ein kleines Dorf. Und das ist so klein, wirklich. Also, wie kann man also dieses Dorf auf der Karte finden? Das ist nicht so einfach. Und die Landschaft, also haben wir eine Landschaft? Es gibt nur Felder, also Reisfelder und kleine Häuschen. Sonst nichts wirklich, ja. Eigentlich also ein schönes Leben auf dem Land. Aber das war nicht genug für mich. Also ich wollte immer mehr machen. Also ich, das Leben auf dem Land war für mich total langweilig, wirklich. Also ich wollte immer weglaufen, also eine Reise um die Welt oder was machen. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich in Taipei, in der Hauptstadt, also gewohnt und studiert. Also ich habe Datenwissenschaft studiert in Taipei. Und das, also Taipei ist wirklich eine große Megastadt. Das heißt, da gibt es wirklich also Theater, Kunst, Filme, also Kino, Museen und alles, was ich in meiner Heimat also gar nicht finden könnte. Und ich war dort total happy. Aber 2004 habe ich einen Job bekommen. Also ein Fernsehsender hat nach einem Ausländerkorrespondent in Berlin gesucht. Und ich dachte, hey, ich bin zweimal in Berlin als Tourist gewesen und ich liebe die Stadt wirklich. Warum nicht? Manchmal, wenn ich Taiwan vermisse, brauche ich also wirklich etwas Authentisches. Und das Essen ist immer die beste Antwort. Und zufällig hat jemand mir gesagt, Boisterstraße gibt es ein taiwanisches Restaurant und das Mulan heißt. Und da kann man wirklich also authentisches taiwanisches Essen finden. Und später habe ich herausgefunden, dass die Besitzerin, Zhao Zhuping, die war eigentlich eine also Make-up-Stylistin. Die hat beim Film gearbeitet. Und ich dachte, okay, ich wollte wirklich was über taiwanesische Frauen in Berlin schreiben. Und ich wollte drei Frauen finden. Ich fand diese Geschichte also unglaublich. Also wirklich, also das ist, eine Besitzerin eines taiwanesischen Restaurants in Berlin war die also Make-up-Künstlerin in Taiwan. Also ich wohne in Berlin. Und ich schreibe über Berlin natürlich. Ich schreibe, was ich esse, was ich trinke, was ich sehe,
was ist Liebe, was ist Hasse. Also schöne Ecke, hässliche Ecke. Und dann habe ich herausgefunden, dass Berlin ein heißes Thema geworden ist. Ja, und komischerweise ist Deutschland immer ein großes Thema in Taiwan. Auch ein, also Deutschland ist eigentlich ein Vorbild in Taiwan. Warum? Diese Erinnerungskultur. Also wir reden ständig über Nazi und diese dunkle Vergangenheit in Deutschland. Und in Taiwan haben wir auch sowas. Ja, also wir hatten eine Diktatur. Das heißt also, diese Erinnerungskultur ist ein wirklich ein großes Thema in Taiwan. Und darüber habe ich auch ein bisschen geschrieben. Und noch eine Überraschung ist, ein Artikel von diesem Buch wurde aus Kapitel in einem Schulbuch ausgewählt. Das heißt also die fünfte Klasse, also in Taiwan. Das heißt also alle Kinder, fast alle Kinder in Taiwan, die müssen diesen Artikel von diesem Buch, diesem Buch also lesen. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. In April erscheint mein neues Buch in Taiwan. Und in diesem Buch geht es um meine Reise. Meines Körpers eigentlich. Ja, also ich stamme aus einem kleinen Dorf, dann habe ich in einer großen Stadt gewohnt, dann bin ich jetzt in Berlin. Und vorher habe ich immer wirklich meinen Körper gehasst. Ich bin zu dünn oder mein Bauch ist zu groß, ich habe kein Sixpack und ich bin nicht schön, ich bin zu klein oder was. Ja, es gibt immer was, ja. Und, aber in Berlin genieße ich eine große Freiheit. Also das heißt, also ich in Berlin habe ich gelernt, meinen Körper zu genießen und zu lieben. Und das ist unglaublich. Und in diesem Buch geht es um diese Reise. Und in Taipei, also wo ich vorher gewohnt habe, gibt es überall große Plakate über Schönheitsoperation. Das wirklich, die sind überall auf der Straße und die sind auch überall in der U-Bahn, auch in die Busse. Und ich finde, es ist wirklich schrecklich. Das heißt, also, es gibt immer Stimme. Also, ja, du bist nicht schön genug, deine Augen nicht schön genug. Ja. Und in diesem Buch also, will ich also, darüber schreiben, das ist, wir sind einfach wir. Und wir sind also, einzigartig. Und diese Reise für meine Gruppe war total schrecklich. Aber jetzt bin ich 42 und ich bin total happy und glücklich mit meinem Körper. Vor einigen Jahren wollte ich über die taiwanesische Gesellschaft also in Berlin berichten und jemand hat mir gesagt, hey, es gibt einen Chor, einen taiwanesischen Chor und die Leiterin ist eine Soprano, die kommt aus Taiwan und dann habe ich den Chor besucht und ich fand es total interessant. Also es gab nur Frauen und die sind wirklich also alte Damen aus Taiwan, aus Hongkong und aus China. Die singen zusammen, also chinesische Lieder, englische Lieder, deutsche Lieder. Und das war Spaß, wirklich. Also die lachen, die quatschen. Dann bin ich auch ein Mitglied also geworden. Wir singen und singen ist wirklich gesund. Das heißt, wir sind gar nicht professionell. Also die Leitung ist doch... Aber wir sind gar nicht. Manchmal sind wir total schlecht, aber wir sind immer laut. Berlin ist jetzt mein Zuhause, wirklich. Berlin ist meine, wie sagt man das, meine Wahlheimat. Ich fühle mich sehr, sehr gut in Berlin. Und Berlin ist nicht Paris oder London oder Lissabon. Berlin ist Berlin. Also, und Berlin ist so einzig. Artig, wirklich, ja, das ist so, und gar nicht artig, ja, das ist, und ich finde, also Berlin ist hier zu Hause, und was heißt zu Hause? Zu Hause ist, wo ich schreiben kann, und ich kann in Berlin wirklich gut schreiben, und das finde ich total gut, ja.